Plädoyer an die Wirtsleut für den Proatz. Oder nur aus der Proatz schmeckt der Fietz so richtig gar. Zum Fietz, da hält mir bis ein, den Trierer liebt sein Fitzewein. Nun muss ich heim und etwas sagen, ich kann es gar nicht gut vertrauen, grün euch serviert den Trank im Glas. Da möchtet überhaupt kein Spaß, sich an dem Elixier zu freuen, man tut den Tränkeklack bereuen. Und ist so mancher Fietz kein Schem, da kriegen euch ja schrote Flemm, mir hat kein Purz zu mir im Haus, die geht geklaut, redet man sich raus. Im Einkauf sind sie viel zu teuer, manch Gäst wohl eher Leidsgeheuer. Wollten an Trinke gehen, haben die Purz daheim jetzt stehen. Das kann als Wirt euch nimmi machen, trinkt aus dem Glas, trinkt anders Haaren. Ihr Wirtsleut bleibt doch in der Spur, erhalt die Purzen Trinkkultur, lehnt ab, et nicht zu so kategorisch und löst et organisatorisch. Man kann, und das muss man nur wollen, für so ein Purz doch Pfandgeld holen. Und mit dem Merkschi, dat wär schien, da ist das in den Griff zu kriegen. Dat jeden, den de Fietz gern batscht, auch gern in den Kneipen latscht, wo Fietz aus Purze geht getrunken und Trierer Liedscher sie gegesungen. Wo Fietz, was bist du für ein Trank? Man bleibt gesund und geht nicht krank, wie Spier und Eich da ein Scherz hat, ich Schlückscher voll beschaden hat. Und nach der Purzen 2, 3, 4, denkt man gar nicht mehr an Bier, bevor Eich trinkt, Deich aus dem Glas. Hol lieber Eich ein Blume was, oh, stoß ich dran, mir noch den Zahn. Hauptsache, die ist aus Porzellan.